Willkommen aus München, hier haben wir das brandneue HP ProSlate 8 Tablet mit einem 8 Zoll Bildschirm und einer HD-Auflösung, das heißt 2048x1536, so wie es auch von dem iPad zum Beispiel kennen. Und wir sehen können, wir sind hier gerade in der HP Note App drin, weil das Gerät unterscheidet sich von anderen Android-Tablets hauptsächlich dadurch, dass wir hier den ersten Ultraschall-Stift dazu mitgeliefert bekommen, mit dem wir dann wunderbar dann Notizen machen können auf egal was für Papier, muss aber links oder rechts am Tablet liegen, damit das Tablet dann hier entsprechende Daten empfangen kann. Mehr dazu gleich. Zuerst einmal, wie ihr hier sehen könnt, wir haben einmal erweiterbaren Speicher. Ne, 32 GB intern, aber hier kommt eine SIM-Karte rein. Unten haben wir Micro-USB zum Aufladen natürlich. Wir sehen können auch Dual-Speaker vorne, was super ausschaut. Ich glaube, hier sind die Schallsensoren auch noch drin, deswegen die kleinen Löcher. Hier haben wir eine kleine Docking-Station, mit der wir das Ganze dann auch noch ein paar Ports erweitern können. Obwohl es Android ist, können wir da zum Beispiel dann trotzdem Netzwerk benutzen, HDMI, USB und auch Strom, also auch laden das Ganze, beziehungsweise Kopfhörer. Also können wir es als kompletten Desktop-PC nutzen. Hier den HP ProSlate 8, den es übrigens auch im 12-Zoll-Format gibt. Oben haben wir noch einen Kopfhöreranschluss, natürlich Kameras noch eingebaut, aber die technischen Daten findet ihr eigentlich online bei HP. Das Wichtige ist hier, dass ein Snapdragon 800 drin ist, also schön schnell. Ich glaube, das Notiz, hier dieses kleine Notizstation gibt es dazu und dann hier ist der Stift, bei dem wir hier die Front austauschen können auf Plastik oder auch auf einen richtigen Kuli, mit dem wir dann schreiben können. Wie ihr sehen könnt, ganz einfach zum Rausziehen bzw. zum Einführen. Dann haben wir hier noch einmal einen kleinen Knopf bzw. Micro-USB auch zum Aufladen, denn der braucht dann doch ein bisschen Strom, der Stift, aber zur Laufzeit müsst ihr mich jetzt nicht fragen. Und das Schöne ist jetzt, wie ihr sehen könnt, wir können jetzt hier auf dem Tablet damit selber hier schreiben oder wir nehmen einfach das Ganze hier das Papier und zeichnen dann hier zum Beispiel, wir sehen gerade ein Haus oder ich mache jetzt einfach eine Sonne oder irgendwas anderes. Wir können auch natürlich mathematische Formeln oder Namen und Texterkennung funktioniert hier auch alles wunderbar, auch unter Android bzw. auch in anderen Apps. Also es muss jetzt nicht unbedingt die HP Note App sein. Genau, also ein wirklich sehr schickes Tablet mit einem Standard Android installiert, wie ihr sehen könnt, läuft auch schön schnell, aber die Kamera und ähnliches wollen wir uns jetzt nicht an, erst wenn das Gerät dann getestet wird. Auf dieser Seite habe ich gar nicht gezeigt, da sind natürlich noch ein paar weitere Knöpfe natürlich zum An- und Ausmachen, hier einmal Lautstärkeregler und dann natürlich noch ein Mikrofon auch mit drin. Das war das HP ProSlate 8 im ganz kurzen Hands-on hier in München, kommt demnächst auf den Markt und den Preis und weiteres erfahrt ihr dann auf der offiziellen HP-Seite. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es zugeschaut habt.